Und dann wird morgen... Ey. Dann wird morgen alles hochgeladen. Oder veröffentlicht. Lass mich. Oh. Aha. Oh. Wow. Klar, can I do this? Oh. Yes, Bruce. Feuerteufel. Hörst du auf. Weg. Au. Vollpfeffer. Hörst du auf. Hörst du. Steh auf. Hoppala. Hoppala. Das ist so schwer, den richtigen Pariermoment zu finden, ne? Da hast du bei Teil 1 ein größeres Zeitfenster gehabt. Ja, finde ich schön. Hey, 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 hey. Man schlägt keine Frauen. Wow. Ja, ja. Aue. Hörst du? Oh, komm. Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Nein, schnell, schnell, schnell. Boah. Ah. Genau, bring deine eigenen Leute um, Digga. Oh. Ja, genau. Ignore the pain. Sag mal, wie viel Äxte hat denn der? Jetzt aber, komm. Zack. Es kommt davon. Noch Fragen? Who's next? She left you to fight the Troika. How could she? She sees we are strong. She knows we can fight. You cannot trust her. You've got to fight. So, jetzt mal gucken, ob hier irgendwo noch ein Geheimnis ist. Nö, ne? Ja, da kann ich bestimmt hoch. Also, gucken wir mal, ob sich hier was versteckt. Ah ja, guck mal, hier geht's runter. Ah, und da sind wieder die bunten Felsen. Wenn ich da runtergehe, komme ich nicht mehr hoch. Dann gehe ich erstmal auf den Turm. Verschaffen wir mal einen Überblick. Wir müssen jetzt den Riesen bekämpfen, der da unten irgendwo ist, irgendwo am Strand, in einer Höhle. Kann ich das Horn blasen? noch nicht da, okay. Get down! Okay. Ich muss ein bisschen aufpassen wegen Wetter. Vorhin war heftiges Gewitter. Und ich merke gerade, dass es schwül wird. Also ich habe jetzt nicht unbedingt Bock drauf, dass es hier reinregnet. Aber wie Kristalle, ne? Schick. So. Oh. They blocked your path. What do they want? What's happening? You know that's in focus, Senua. Focus. Don't let it block you. Ford focus. You know how to do it.
Ja, na klar. So. Ah, hier, guck. Komme ich aber nicht dran, ne? Okay, wie komme ich da hin? Da gehen nämlich diese Kristalle weg, wenn ich da so ein, so eine Blase da hinten aktiviere. Kann ich da hoch? Nee. Nee. Ah, hier ist eine. Ah. The world has Guck, changed. Was schön. The rain has stopped. Ja. Find a way to see. Fangen wir mal hier an. Wo siehst du das? Oh Gott. Oh. Danke, Doppel. Das ist aber lieb von dich. Wo denn? Ah, hier? Nein. Wo ist es? Da ist man wenigstens jemand, der sich bedankt, wenn er was geschenkt kriegt. Scheint ja heutzutage nicht mehr so üblich zu sein. Bin ich doof? Warum? Warum sehe ich das denn nicht? Noch nicht angehen. Okay. Na, dann gehen wir mal weiter. Ja, ne? Also, ich finde das schon ein bisschen frech, ein bisschen unverschämt. Aber, naja, so ist das nun mal. So ist das nun mal. Okay, drin. Oder kann ich hier weiter? Sag mal, wo siehst du das? Himmelszeichen oder was? Ich weiß, so Menschen, die nicht Bitte und Danke sagen können, rutschen die Ärmel beim Händewaschen ins Wasser. Jawohl. Oder zwei Wochen Durchfall und kein Klopapier. Oder zu kurze Arme. Aber ja. Soll nicht heißen, dass man das nicht weiterhin tun soll. Natürlich. Aber ja. Bin ich blind? Was? Da hat's gerade vibriert. Achso, das Ding. Hä? Also ich
hab ja schon die Vermutung, ne, dass es das da ist, wo ich drauf guck. Aber aus welchem Winkel? Oh, trinken, ja. Aus der wunderschönen Mischeltasse. Da, 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 da. Alles schmeckt besser aus der Mischeltasse. Abfahrt! Da hier, das da. Das kann doch nur das sein. Aber halt falsch rum, ne? Seh dich mal. Oder das? Sag mal, so blind kann doch keiner sein. Also ich habe das noch nie suchen müssen. Das war immer offensichtlich. Da hier wird's heller. Ist kein Himmelszeichen, ne? Nein. So. Ach nee, Alter. Hab vorhin schon gedacht, das wird ja wohl nicht hier Ding sein. Soll ich mal meine Kontaktlinsen rausnehmen, dann sehe ich das auch nicht mehr. Aber krass, oder? Wie versteckt. Ja, cool. Dann lassen wir es einfach bei Nacht und gehen hier raus. Sieht das geil aus, ne? Geht das nachts? Ne, muss ich wieder switchen. Allein der Wechsel, oder? Von klarer Nacht zu regnerischem Tag. Das ist super. Und los. Sie muss wissen. You can only kill it if you find out more. Ja, aber dies? Ach so. Okay. Es sind drei, wo ich finden muss. Ja, macht ja nichts. Dreimal dieses Zeichen. Und da habe ich nämlich schon eine Ahnung. Das war nämlich eben. Hier, guck, da ist ein Stück Kreis. Brauchen wir vielleicht den wieder? Ja, ja, ja. Das ist nachts, ist das richtig. Tagsüber ist das richtig wunderschön. So, hier hatte der da vorhin schon was angezeigt, ne? So. Was brauchen wir? Auf jeden Fall noch ein Kreis. Macht einen Kreis, macht einen Kreis. Oh. Hier ergibt sich so nichts. Nein. Vielleicht kann es auch einfach verschiedene Dinge sein und muss noch nicht mal. Oh, jetzt habe ich keinen Boden mehr. Und muss noch nicht mal immer Algen oder Moos sein. Vielleicht. Gibt es auch noch andere Formationen, die so aussehen?
Okay, warte mal, dann muss ich das mal eben, dass ich da rauskomme. Da. Aha. Das ist, was ich vorhin gemeint habe, wo ich schon dachte, irgendwie. Wie bei Watch Dogs halt, ne? Perspektive und dann passt das. Find another way to see. There's got to be another way. Keep looking. Tja, ich look doch. Nee. Can I not? Okay, unten Kreis. So, warte mal, dann gehe ich mal eben hier raus. Weil hier ist es ja eh nicht, ne? Kann ich hier hoch jetzt in dem Moment? Nö. Oh, was sehe ich denn da? Oh, guck mal hier. Kann das sein? Nö. Hätte aber sein können. Ja, aber hier sind Lichter, also. Komm, mach nochmal dicht. Und dann geht das ja auch. Man muss es nur finden. Hoch kann ich nicht, ne. Okay. Ich habe das Gefühl, das muss irgendwo hier an dieser kleinen Insel hängen. Weil da fliegen ja auch die Zeichen. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ach, kann ich hier hoch? Ja. Dann ist das ja ganz einfach. Tadam. So, Abflug. Da. Hey, ho, let's go. We see everything. The hatred in their hearts. Shalvarissi was born of this place. We saw. Seek us again, and we will show you if you can find it. Look for us by the sea. Oh, ein Gesicht. Da ist ein Yggdrasil versteckt. Das ist jetzt auch geil, ne? Guckt euch das mal an, wie das Gesicht verschwindet. Als wäre es einfach nur ein Perspektiventausch. Also normal sind hier die Bäume versteckt. Ich brauche Vitamin mehr. Ja, das wäre schön. Aber wenn ich sehe, brauche ich kein mehr. Sowieso, also wenn es warm ist und du hockst dich irgendwo hin, wo es plätschert, machst die Augen zu, dann erkennst du keinen Unterschied, ne? Ob du jetzt in einem Urlaubsland bist oder unten im Park, wenn die Sonne ins Gesicht brennt und du Wasser plätschern hörst. Bester Urlaub. Was lebt unter Wasser und kann rechnen? Boah. Unter Wasser und kann rechnen. Nee, komme ich nicht drauf. Erzähl. Das ist nix. Unter Wasser und kann rechnen.
Ein Oktopus. Und was ist orange und hüpft durch den Wald? Eine Wanderine. Ah, guck mal, da ist die Lady wieder. Vielleicht kommen wir uns doch noch näher. Draugr don't usually come this close to the settlement. The Draugr. I have to warn them. Your followers too. Here as well. Meine Follower. They're not my followers. Lass meine Follower in Ruhe. I just showed them how things could be different. But they follow you. She was weak. She left us. Hey. Maybe one day don't I can also see how things can be different. You need to find the hidden folk. Find them. Was ist laut und hilft beim Sehen? Eine Brille? Ich glaube, das ist einfach. Ja, siehste? Geil. You're not coming? There's something I need to find. Bardervik is just along the shore. I would say be careful of the she river, needs but to understand. I see you can handle find a way. Yourself. She can't handle herself. You are a warrior, so she left as soon as it was hard. Dort oben sind wieder Kristall. What were they looking for? Are they following us? Yes, they must be Felsen. Following you. What if she brought them here? What if it was a trap? She is strong. She dealt with them. Schon schön, ne? Okay, das kann ich hier anscheinend wegmachen. Ah, da sehe ich schon. Da ist wieder das blaue Feuer. Trotzdem. Oh, jetzt können wir das Wasser nochmal sehen. Ah, das bewegt sich jetzt nicht so wild. Da hinten vielleicht. Die Wasseranimationen sind der Wahnsinn. Das ist jetzt hier nicht so ersichtlich. Bei wildem Wasser ist das richtig geil.